Download this in the description below. Marvin Devine. Ja, servus YouTube, hallo und willkommen zu eurem Birne HDX. Ja, heute gibt es ein weiteres Commentary von mir für euch. Bevor wir dazu kommen, ihr habt es vielleicht schon gesehen und gelesen. Oh Mann, bin ich happy, ey. Ja, im Hintergrund seht ihr eine L115A, ja, mit Schalldämpfer, KEM oder Chem Strike, ja. Ja, Map, was Sturmfront, Spielmodi, Herrschaft und wundert euch nicht, wieso die Quali so scheiße ist, es ist aus dem Livestream, ja. Es wurde live erspielt mit dem Rimi, ich habe den Ton aber ausgeschaltet, da er scheiße ist und ja, wundert euch nicht, in 360p, scheiß drauf, ist es Weltpremiere, ja. Ihr seht hier eine Weltpremiere, ja, es ist die erste L115A Schalldämpfer Campstrike, die es auf der Welt gibt, deswegen auch Weltpremiere. Ja, das ist heute auch eigentlich so mein Thema, ab wann ist es eine Weltpremiere? Und ja, ihr seht vielleicht, das Video geht 7 Minuten 30, denkt, hä, der Typ, der schimmelt doch nur, ist doch keine Weltpremiere. Oder auch, es ist eine Weltpremiere, ich würde sagen, für mich ist eine Weltpremiere, egal, ob es jetzt über eine halbe Stunde geht, das Gameplay, oder ob es nur 130 Sekunden geht. Für mich ist es eine Weltpremiere, insofern, wenn es das erste Mal erspielt wurde. Es geht mir darum nicht um Zeit, weil da gibt es ja auch nochmal, oh, World Fastest L115A Schalldämpfer, ne, Campstrike oder sowas. Solche Typen gibt es ja hier auf YouTube. Ich möchte keinen nennen, aber Plypto. Ja, Plypto, Platitus. Ja, nee, Spaß. Ja, wie gesagt, ihr seht im Hintergrund eine L115A Campstrike und ja, wie schon gesagt, auch live erspielt. Und für mich ist eine Weltpremiere ab dem Punkt, ab dem es wirklich erstmalig zu sehen ist oder das erste Mal wirklich erspielt wurde. Und ja, insofern, dass es kein Fake ist. Es gibt ja manche Leute, die faken, eventuell die Quad-Nuke wurde ja gefaked hier von dem Shugi oder wie der heißt. Es war ja auch eine Weltpremiere, bloß es wird heutzutage immer noch als Weltpremiere gezählt, aber die meisten sagen, es ist einfach keine Weltpremiere, weil es nicht mehr dazugehört, ja. Also nur realistische Gameplays, so gesagt, hören dazu, also nicht gestellte oder wo im Gegnerteam, ja, Teammates sind oder ähnliches. Also ist schon ziemlich heftig anstrengend, sowas zu erreichen eigentlich, so eine Weltpremiere. Ich habe jetzt das Glück, dass ich sie geschafft habe und ja, ich verspreche mir dadurch jetzt kein Fame oder sowas, dass ich jetzt Weltpremiere in den Titel schreibe oder sowas. Aber ich möchte es einfach, ja, der Community teilen und ja, wenn es jemandem gefällt, dann soll er mich abonnieren und wenn es jemandem nicht gefällt, dann soll er ein Dislike drauf geben. Das ist mir im Endeffekt rein egal. Obwohl ich immer stolz drauf bin, wenn ich mit meinen Abonnenten schreiben kann, also wenn die Kommentare schreiben und mir Feedback geben und sagen, dies, das und jenes. Ja, ich sag jetzt einfach mal kreuz und quer, dieses Video wurde halbwegs erschimmelt, ja, also bis zur 15er Streak wurde es definitiv erschimmelt, gebe ich auch eindeutig zu. Ich finde, es macht aber nichts, okay, also, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt schimmel, also ob ich die jetzt in 7 Minuten und 30 Sekunden schaffe, diese Chem-Strike oder Streak, oder ob ich sie in 130 Sekunden schaffe, angenommen für mich. Also ich finde es ehrlich gesagt, natürlich ist es schöner anzusehen, wenn man sieht, boah, guck mal, der hat 25 Kills mit der Sniper in 130 Sekunden, ja, in 2 Minuten, ne, und ein paar zerquetschte geschafft, ne. Natürlich sagt man aber, boah, Respekt, Alter, richtig krass, krank und sowas, aber ganz ehrlich, ich muss einfach auch mal sagen, es ist, ja, nicht normal, aber ich muss sagen, es ist völlig okay. Ich meine, diese Campstrike zieht sich über das ganze Gameplay hinaus fast. Und ja, ich habe da eigentlich gar nichts gegen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr sagt, ja, hier, es muss definitiv eine Campstrike sein, unter 3 Minuten für mich, damit es eine Weltpremiere ist. Oder ihr sagt so wie ich, ach, scheiß drauf, Hauptsache, sie wurde erreicht, die Campstrike, und es ist unter, ja, es ist nicht erfaked, nicht unter irgendwas, genau, es ist nicht erfaked. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was ich hierzu sagen soll. Ich bitte es euch einfach, euch zieht es euch rein, ja, ziemlich krass, am Ende hebe ich glaube ich noch, ich weiß gar nicht wie die heißt, die USR oder sowas auf, ich versuche jetzt einfach mal mit den Snipern auf Campstrike zu gehen, natürlich werde ich auch rushen, ne, also nicht nur, dass ich hier, so wie in diesem Gameplay, euch 7 Minuten Gameplays bringe und, ja, dass dann nichts ist, aber ich wollte dieses Gameplay einfach raushauen, weil es eine Weltpremiere ist und damit verabschiede ich mich auch schon wieder und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, eure Gnadex, tschüss.
When you pray to God, can he hear you? Shit, I don't really know, but I hear you. And furthermore, I understand and I feel you. Shit, I look up to my mom, but she's old school. And I love her, but she don't know what I go through. Cause when you go from being a broke local to being bi-coastal, people feel like they know you. I'm like, damn, this is what it is. I'm trying to make a plan, but I ain't never been around these lands. So hit up the weed, man. I don't smoke, but tonight I think I'ma get it in and get up in my zone and just zone. And to the soldiers coming home, I'm sorry for the delay. You probably feel betrayed, but nothing could be farther from the truth. You're not alone. We got you up for life. Perfect life exists right in them churches. No, no, no. I say the perfect life doesn't exist where this earth is. No, no, no. I say a purposeful life is a life full of purpose. Oh, oh. I got a future full of soul and a past full of hearses. I resurrect them in my verses. Yup, and now the haters know life, but they gotta fuck with it cause the flow's so tight. I started in the left lane, switched to the right. Now I'm in my own lane all day,